Hey Leute, herzlich willkommen zu einer Folge und heute spielen wir den Armdrücken-Simulator und wir starten mit einer pinken Hantel in meiner Hand. Bitte was? Und diese können wir wahrscheinlich benutzen, um unsere Bizeps-Power stärker zu machen. Außerdem können wir noch unsere Handpower und unsere Cardio-Ability trainieren und somit mit diesen Leuten da Armdrücken veranstalten. Und ich bin mal sehr gespannt, ob wir heute unseren Lehrer oder ob wir den Bully oder eventuell sogar den Champion im Armdrücken besiegen können. Ich bin mega gespannt, ob wir das schaffen. Falls du auch gespannt bist, gerne einen Daumen da und ab den Kanal und aktuell im Kanal mit coolen Roblox. Wir müssen mit mir zu basteln und wir haben direkt hier ein Gift. Das sammeln wir direkt mal ein und wir haben direkt schon 100 Bizeps Power bekommen. Können wir damit schon den Bully herausfordern zum Armdrücken? Und Leute, 3, 2, 1 und schaffen wir das, Leute. Wir müssen tappen und wir schaffen es, den Bully zu besiegen. Und somit haben wir unseren allerersten Win. Was ist das denn, Leute? Das Starter-Pack. Das kaufen wir uns, Leute. Das kaufen wir uns einfach für 80 Robux. Wenn du die Robux oder Robux kaufst, gerne mit Starcode Jojo. Und wir haben ein Pad, ein Electro-Pad eigentlich fünfmal, ein Golden Egg und 500 Wins. Ja, wir haben tatsächlich 500 Wins. Und ich würde sagen, weiter geht's nach dem Intro. Keine Ahnung, was uns jetzt die 500 Wins oder das Pad bringen, aber wir schauen jetzt immer, Leute, wir haben hier Elektro, das gibt einen fünffachen Boost und wir haben ein Unicorn bekommen. Equip Best machen wir mal. Wir haben jetzt schon beide Pads und wow, die sehen richtig, richtig cool aus. Hier können wir unsere Hand trainieren, hier können wir unser Bizeps trainieren und hier können wir wahrscheinlich unser Cardio trainieren, was auch immer das bringen will, Leute. Hier haben wir außerdem noch Eggs. Oh, da können wir unsere Wins einlösen. Die Pads sehen auf jeden Fall ziemlich cool aus, muss ich sagen, Leute. Die sehen nicht schlecht aus. Und da hinten brauchen wir 15.000 Wins, um der Schule zu entkommen. Ich bin mal gespannt, wo es dann als nächstes hingeht, Leute. Jetzt ist die Frage, was können wir trainieren? Okay, wir können jetzt schon mal die 2 Kilo Hantel equippen. Und wir kriegen richtig, richtig viele Bizeps-Power. Jetzt wahrscheinlich wegen unseren Pets und so. Das ist cool, weil, ja, dann können wir eventuell schon bald unseren Lehrer besiegen und eventuell irgendwann in der Folge schaffen wir es, den Mafia-Boss und sogar den Champion zu besiegen, Leute. Wir haben ein weiteres Geschenk. 3 Wins. Achso, ich dachte, hier sind unsere Wins. Das ist unsere Power. Wir haben jetzt eine Power von 1000, aber unser Cardio ist noch auf 0. Deshalb müssen wir auf jeden Fall hier mal jetzt 0 required laufen wir ein bisschen Cardio, aber das geht auch schon ziemlich schnell hoch, wegen unseren Pets, die wir nun mal schon haben. Und hier oben haben wir einfach ein Glücksrad. Können wir das spinnen? Können wir tatsächlich. Und was kriegen wir raus? Was kriegen wir raus? Bitte das Pet. Bitte das Pet. Bitte das Pet. Nein! Wir haben den Golden Boost bekommen. Wenn wir noch eins haben, wir. Okay, Leute, jetzt aber das Pet. Komm schon. Gib mir das Pet. Bitte, 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 bitte. Ja, ja. Nein! Das kann doch nicht sein. Das kann's doch nicht sein. Das war gerade das größte Scam-Rad, was ich in meinem Leben jetzt gemacht habe. Aber wir haben schon mal 800 Cardio, was auch immer das uns jetzt bringt, Leute. Und jetzt haben wir irgendwelche Boosts bekommen. Wir haben hier auch noch einen Store. Oh, hier gibt's ein Magma-Egg, ein Golden-Egg. Sehr interessante Sachen hier. Falls ihr noch eine Party von sehen wollt, lasst mich gerne in den Kommentaren wissen. Jetzt ist aber Zeit, nochmal uns mit dem Bully anzulegen, Leute. Weil den müssen wir jetzt mit einer Kampfkraft von 1000 richtig auseinandernehmen. Und ja, das tun wir in der Tat. Haha, du hast keine Chance. Und nochmal, nochmal, nochmal. Wir nehmen ihn nochmal auseinander, Leute. Let's go, let's go, let's go. Boom! Und denkt ihr, wir können es schon mit unserem Lehrer anlegen? Wir versuchen es mal. Okay, Leute, der hatte Kampfkraft von 700. Das heißt, wir müssten eigentlich gewinnen können. Wir müssen eigentlich gewinnen können. Und ja, wir haben gewonnen. Und er hat uns 5 Wins gegeben. Aber Leute, ich glaube, die Gym Rat, ich glaube, gegen die wird es noch nichts, oder? Ich glaube, der wird ein bisschen zu stark sein, oder? Ja, er ist zu stark. Und oh nein, wir haben verloren, Leute. Wir haben verloren. Okay, schade. Aber wir müssen auch noch unsere Hand trainieren. Unsere Hand haben wir nämlich noch gar nicht trainiert. Deshalb können wir das Ganze hier. Oh Leute, wir können uns hier. Wisst ihr was? Wir holen uns direkt hier die 5 Kilo. Oh, die need. Achso, wir müssen uns erstmal. Warte, ich habe doch 500 Stärke. Hallo? Alarm? Hallo? Okay, das ist komisch. Egal. Können wir uns das kaufen? Nee, aber wir brauchen Grips. Okay, Leute. Das heißt, wir trainieren jetzt hier ein paar Grips. Zack, zack, zack. Und jetzt können wir uns hier die schon kaufen. Equipped. Nice, nice, nice. Und weiter geht's, Leute. Weiter geht's. Jetzt haben wir das hier. Equipped. Boom. Und jetzt haben wir schon die grüne. Und es geht immer mehr nach oben, Leute. Es geht immer mehr nach oben. Hier haben wir noch ein Claim-Gift. Okay, nochmal. Das waren 1000 Handstrength. Nee, 100. Aber wir haben irgendwie 1000 bekommen. Okay, sehr interessant. Aber das heißt, wir müssen auch automatisch hier direkt schon die 10.000 haben. Das ist cool. Und ja, jetzt geht's auf jeden Fall krass nach oben. Und ich denke, können wir uns auch was Besseres holen. Und jetzt kriegen wir auch mehr Bizeps-Power, weil wir müssen. Hier kann ich auch Bizeps-Power, Leute. Aber dafür brauchen wir 3000. Okay, die haben wir leider noch nicht. Und ich will auf jeden Fall in dieser Folge, Leute. Ich will auf jeden Fall heute der Schule entkommen, weil wer will das nicht, wenn wir ehrlich sind?
So Leute, Autotrain gibt es auch. Machen wir es mal wieder aus, weil jetzt müssen wir es auf jeden Fall nochmal mit dem Teacher aufnehmen, weil ich brauche noch mehr Wins, Leute. Und let's go, let's go, let's go. Das schaffen wir easy, Leute. Wir schaffen alles. Wir besiegen jeden mit Armdrücken, Leute. Habt ihr schon mal Armdrücken in Real Life gespielt? Und wenn ja, habt ihr gewonnen? Ich bin mir sicher, ihr habt alle schon mal gewonnen, Leute. Weil, ja, Armdrücken ist, ja, hab ich auch schon mal gemacht. Sogar, Leute, schon gegen Arian. Und ihr könnt zweimal raten, wer gewonnen hat. So, Leute, wir haben auf jeden Fall noch nicht 700 Wins, aber wir können uns hier das Eck für 125 Wins kaufen. Und das öffnen wir direkt einfach einmal, Leute. Öffnen wir das Ganze. Und wir haben einen Parrot bekommen. Okay, interessant, Leute. Wie gut ist der Parrot denn? Der Parrot ist nicht so gut wie die anderen Pets, die wir haben. Aber wir können insgesamt 3 Pets equippen. Das heißt, es ist auf jeden Fall ganz lohnenswert. Wir haben noch ein Geschenk. Wow, wir haben ein Hatching Lava Egg bekommen und ein Monkey. Okay, der Monkey ist... Oh, der ist besser als der Parrot. Okay, interessant, Leute. Warum haben wir uns dann überhaupt den Parrot gerade geholt? Das macht ja gar keinen Sinn. Aber Leute, es ist an der Zeit, glaube ich, noch mehr Robux auszugeben. Und wir werden uns direkt... Was können wir uns hier holen? Doppel Handstrength, Doppel Wins, Triple Eggs, 15 Pets. 15? Okay, das ist krass, Leute. Oh, Luck kann man sich auch holen. Okay, man muss die Lucky 1 holen, damit man sich Lucky 2 kaufen kann. Und dann Lucky 3. Okay, sehr interessant. Und dann gibt es noch einen Free Bonus. Und dann kann man sich hier Wins kaufen, was sich jetzt, denke ich mal, nicht so lohnt. Und man kann sich hier noch die Potions aktivieren, Leute. Wir haben hier sogar... Wir müssen doch hier welche haben, oder? Wir haben doch eh welche bekommen, oder nicht, hä? Und was ist das? 9.900 Money Potions? All Potions forever? Only 4 Packs left für 2000 Robux. Interessant. Nee, also das hole ich mir jetzt nicht. Aber kann man sich hier nicht noch irgendwie was anderes holen? Wir können uns natürlich hier so ein Magma Egg holen. Die Frage ist halt, wie gut sind die Pets? Wir holen uns erstmal ein Golden Egg, Leute. Eventuell hilft uns das direkt schon weiter. Öffnen wir direkt das Golden Egg. Und was bekommen wir hier raus? Ein Unicorn. Haben wir nicht schon ein Unicorn? Wir haben schon ein Unicorn. Hallo. Leute, okay, Leute, wir öffnen noch eins. Immerhin sind die Eggs nicht so teuer wie ein Pet-Simulator. Aber, Leute, bitte gebt nicht so viele Robux aus. Das ist nicht so gut. Und wir haben nochmal ein Unicorn bekommen. Das kann doch nicht sein. Ja, Leute, jetzt haben wir auf jeden Fall ein ziemlich solides Team, denke ich mal. Und damit können wir jetzt ja wahrscheinlich unseren Bizeps richtig gut trainieren. Ja, wir kriegen auf jeden Fall schon ziemlich gut Power dazu. Was natürlich sehr, sehr nice ist. Und jetzt haben wir 5000. Jetzt können wir hier das nächste holen. Und können wir jetzt auch hier dran? Ja, können wir jetzt, ne? Okay, Leute, wir können das Ding jetzt holen. Oh mein Gott. Und doch, ich glaube, das gibt uns sehr gute Kraft, Leute. Das gibt uns sehr gute Kraft. Das ist cool, das ist nice. Leute, es ist bald an der Zeit, es mit der Gym-Ratte aufzunehmen. Mit dem will ich auf jeden Fall kämpfen. Wieso auch für alles hier doppel-doppel-doppel-doppel-gemoppel? Das ist... Naja, na, es geht. Und wir haben hier auf jeden Fall Autofight, können wir auch benutzen. Das heißt, wir kämpfen hier komplett automatisch mit unserem Lehrer. Na gut, aber Wins ist jetzt eigentlich nicht das, was wir brauchen, sondern wir brauchen eher Stärke. Und Stärke haben wir leider aktuell nicht. Oh, Leute, VIP ist auch so runtergesetzt. Wisst ihr was, das hole ich mir auch noch. Und aber dann ist gut, Leute. Dann haben wir eh wirklich genug Robux ausgegeben jetzt hier. Zack, VIP haben wir. Jetzt haben wir dreifache Trainings. Ja, Earnings quasi. Und wir haben sogar einen Custom Chat Tag. Hallo! Und wir haben keinen Custom Chat Tag. Wow. Und wir spinnen und spinnen und spinnen und komm schon bitte, jetzt das Pet, das Pet, das Pet. Nein, das ist nicht das Pet, Leute. Wir haben einen Win bekommen. Wow. Ah, ich musste rejoinen und jetzt haben wir den Chat Tag. Und hoffentlich können wir jetzt hier auch mehr trainieren. Und zwar hier braucht man 15.000 Power. Wir können aber jetzt schon die 15 Kilogramm hier holen. Und das gibt uns sehr... Oh mein Gott, Leute, wir kriegen richtig viel Power auf einmal. Ich glaube, das ist wegen dem VIP Game Pass. Und jetzt können wir hier mit trainieren, Leute. Jetzt nehmen uns das hier und das müsste uns jetzt richtig viel geben, ja. Und Leute, wir können bald schon den Gym, die Gym-Ratte besiegen. Oh mein Gott, das ist nice. Das ist sehr cool. Und wir schaffen das, wir schaffen das, wir schaffen das. Boom, weiter geht's. Wir müssen auf jeden Fall unsere Handstärke und auch unser Cardio trainieren, weil ohne das könnte es schwierig werden. Und hier gibt es auch noch Trails. Ich kann auf jeden Fall hier den Trail nehmen, weil das ist irgendwie alles, was ich hier sehe. Hallo, es gibt anscheinend nur die. Aber den haben wir jetzt equipped. Und was hat er jetzt mir gebracht? Ich weiß es nicht. Sehr wahrscheinlich gar nichts. Und rebirthen kann man auch, Leute. Kann ich schon rebirthen? Rebirth. Man braucht 25 Wins. Aber wenn ich jetzt rebirthe, gehen dann alle meine Wins weg. Wir riskieren das, Leute. Und nein, sind sie nicht. Okay, also ich kann nochmal rebirthen und nochmal rebirthen. Aber jetzt kann ich nicht mehr rebirthen. Okay, aber jetzt müssten wir auf jeden Fall schon mal nochmal stärker geworden sein. Und nein, alle unsere Stats haben sich zurückgesetzt. Aber das müsste kein Problem sein, weil irgendwie habe ich die Hand noch in meiner Hand. Und wir kriegen ziemlich schnell Bizeps Power, weil wir einfach schon diese OP-Pads haben. Von Robux, mehr oder weniger. Und weil ich geregelt bin, sind die Free-Gifts einfach resettet worden. Was ist das denn? So, Leute, wir trainieren unser Cardio hoch. Das geht auf jeden Fall ziemlich, ziemlich schnell. Und wir laufen nicht mal. Hallo? Ah, jetzt laufen wir. Ich wollte schon sagen, Leute. Dann gehen wir jetzt gleich auf den hier, wenn wir hier 4500 erreicht haben. Und wir... Nein, wir haben es noch nicht. Aber jetzt haben wir es, Leute. Und jetzt haben wir ein Badge bekommen. Okay. 100.000 Total Strength. Interessant, interessant. Unser Cardio geht auf jeden Fall hier nach oben. Das kann man
man ja auch machen, ohne komplett zu klicken, was sehr nice ist. Und wir haben es geschafft. Fast die 17.500. 800 brauchen wir tatsächlich, okay. Leute, jetzt will ich mich aber mit der Gym-Ratte anlegen, Leute. Ich will unbedingt den Champion schlagen, diese Folge. Das ist mein Ziel. Und wir nehmen schon eine Weile auf. Okay, Leute, ich muss mich wirklich ranhalten. Und jetzt kämpfen wir gegen die Gym-Ratte. Leute, werden wir ihn mal abdrücken besiegen? Werden wir ihn besiegen? Und ja, wir haben gesiegt. Nice. Und ich habe das Starterpack schon. Hallo? Und warum ist das jetzt teurer als vorhin? Hä? Starterpack 2? Nein, Leute. Oh Gott, langsam denke ich, das ist hier doch ein Robux-Scrap-Game. Oh mein, nein, das ist nicht gut. Okay, Mafia-Boss. Schaffen wir es, den Mafia-Boss zu besiegen? Meine Hand ist zwar irgendwo nicht an seiner Hand, aber... Oh Gott, Leute, es wird knapp. Und ich spam komplett meine Taste durch. Ich spam komplett durch, Leute. Wir können es eventuell schaffen. Wir können es eventuell schaffen. Und oh ja, wir haben den Mafia-Boss besiegt. Oh mein Gott. Der Champion ist unser Endziel und werden wir es schaffen, den Champion zu besiegen. Oh mein Gott, Leute, wie groß er ist nein. Leute, ich habe gerade gemerkt, dass ich einfach auf die VIP-Treadmill drauf kann und ja, dementsprechend kann ich die aber benutzen anstatt die da. Hätte ich vielleicht ein bisschen früher herausfinden sollen, weil die hier ist auf jeden Fall ziemlich OP, sage ich mal. Oh Gott, wir kriegen ja richtig viel Cardio hier. Und ich glaube, wir können jetzt noch ein paar Wins fahren, weil ich will gerne noch dieses Egg da aufmachen. Weil das da, das Witch-Egg, Leute, sieht auf jeden Fall interessant aus. Dafür werden wir jetzt einfach mal den Mafia-Boss nochmal hier herausfordern. Zu einem Armdrück-Battle und werden wir es gewinnen? Ja, mit Leichtigkeit sogar. Oh mein Gott. Und wir haben genug Wins, um uns das Egg zu kaufen. Und hoffentlich sind die Pets hier drin gut. Wir öffnen eins, Egg öffnen und Water Mage. Das war, glaube ich, der schlechteste, oder? Nein, tatsächlich nicht. Okay, wow. Und ist er gut, ist er gut, ist er gut? Er ist nicht gut. Oh Mann, schade, Leute. Schade, schade, schade. Aber es ist an der Zeit noch ein... Okay, Leute. Wir kriegen hier auf jeden Fall... Wir werden hier auf jeden Fall stark. Wir versuchen es nochmal gegen den Champion, Leute. Wir versuchen hier nochmal mit dem Champion zu Arm drücken. Aber das wird ja wahrscheinlich nichts. Und wir können leicht gegenhalten, aber leider noch nicht stark genug. Aber bald, Leute. Bald werden wir diesen Champion hier besiegen. Ich bin fester Überzeugung. Dafür müssen wir aber nur noch ein bisschen mehr trainieren. Ich verstehe noch nicht, was das hier sein soll, Leute. Aber anscheinend haben wir hier die maximale 50.000 required. Ich weiß nicht, was schneller ist, das da oder das, was ich habe. Ich bin mir echt nicht sicher. Ich habe jetzt ein bisschen trainiert. Jetzt haben wir hier außerdem noch einen Freeze-Spin. Den werden wir direkt mal hier machen. Und hoffentlich bekommen wir etwas Cooles. Komm schon, Pet. Das ist ein Joke, Leute. Das ist ein Joke. Aber hier haben wir gleich die 100.000 Handstärke. Wir müssen auf jeden Fall hier trainieren, um der Allerstärkste zu werden. Und nice. Zack, das haben wir. Und jetzt geht's weiter, Leute. Es geht weiter. Wir trainieren weiter. Und ich denke, wenn wir von überall 200.000 haben, werden wir es nochmal versuchen, mit dem Champion aufzunehmen. Und eventuell haben wir die Chance. Hier steht zwar recommended 6 Millionen, nee, 5 Millionen. Nee, das ist eine 6. Eine 6,3 Millionen, Leute. Aber ich sag mal so, eventuell schaffen wir es ja einfach jetzt mit 200.000 Power. Und wenn nicht, ist es auch okay. So, zack. Und, oh Gott, wir haben nicht 200.000 Power. Da habe ich außerdem zu früh weggedrückt. Aber jetzt, und jetzt, Leute, legen wir es uns mit dem Champion an. Und können wir es schaffen? Let's go, let's go, let's go. Und es sieht gut aus, Leute. Es sieht doch nicht gut aus. Nein. Ja, er gewinnt, er gewinnt. Leute, ich spam so schnell auf meine Maus, wie ich kann. Ich drücke so schnell auf meine Maus, wie ich kann. Aber ich glaube, ich muss noch ein bisschen stärker werden, um den Champion, um den Final Boss hier besiegen zu können. So, wir haben jetzt eine Kraft von 1,4 Millionen. Jetzt müssen wir doch schaffen, den Champion zu besiegen, oder? Und ja, ja, Leute, wir schaffen es. Wir besiegen den School Champion. Let's go. Aber das ist immer noch nicht genug, um hier der Schule zu entkommen. Deshalb müssen wir ihm noch einmal ans Handwerk gehen und wir schaffen das nochmal. Aber er gibt gar nicht mal so viele Wins, Leute. Aber das ist schon okay. Wir haben jetzt einfach unseren Weg zu den 15.000 Wins, weil wir können ihn auf jeden Fall besiegen, was sehr, sehr gut ist. Und Leute, einmal müssen wir noch den Champion herausfordern und dann müssten wir die 15.000 Wins haben. Und so ist es auch, Leute. Wir können der Schule entkommen und jetzt sind wir einfach... Wo sind wir? Wo sind die? Was ist das denn, Leute? Wir haben einen Trader, wir haben einen Cybercop, wir haben einen Cyber-Assassinen, wir haben den Ripper-Dog und den die Rogue AI. Und das ist sehr interessant. Falls ihr noch einen Part hiervon sehen wollt, dann lasst mich liebend gerne in den Kommentaren wissen, dann mache ich das Ganze. Falls es euch gefallen hat, gerne einen Daumen da und abonniert den Kanal und aktiviert den Kanal mit coolen Roblox, wie wir es lassen. Und dann würde ich sagen, haut hier rein und ciao, Leute!